Marina Abramović ist eine Performance-Künstlerin. Sie ist in Belgrad in Jugoslawien in 1946 geboren. Sie hat an der Fakultät für Bildende Künste in Belgrad und Zagreb studiert. Ihre Karriere begann in den 60er Jahren und schon von Anfang an hatte sie ein gespaltenes Publikum. Also einige sagen, dass sie eine Satanistin, Masochistin, eine Spinner ist, dass ihre Kunst keine Kunst ist. Andere sagen, dass sie eine der größten Künstler ist und dass sie eine einzigartige Künstlerin ist. Ich möchte sie beschreiben durch ihre eigenen Worte. Sie beschreibt sich als ein schwarzes Schaf und sie hat sich immer so gefühlt. Sie hatte eine schwierige Kindheit und ihre Eltern haben sich sehr oft gestritten. Ihre Mutter hat sie viel geschlagen und nie geküsst. Und ich mag, was sie darüber sagt. Je schlimmer deine Kindheit ist, desto besser ist deine Kunst. Und sie nennt sich auch eine Rebellin, weil sie gegen alles und alle rebelliert, um einen eigenen Raum zu schaffen. Meiner Meinung nach repräsentierten Marina und Ulay durch den gespannten Bogen das Abhängen der Menschen in einer lebenden Situation. Wir treffen die Entscheidung, in sich jemanden zu übergeben, nicht weil wir es müssen, sondern weil wir es einfach brauchen. Wir brauchen jemanden zu lieben und auch geliebt zu sein, obwohl wir dadurch ein Risiko eingehen, enttäuscht zu werden oder diese Person einfach eines Tages zu verlieren. Kunst muss schön sein. Der Künstler muss schön sein. Die Kunst muss schön sein. Der Künstler muss schön sein. Die Kunst muss schön sein. Der Künstler muss schön sein. Art must be beautiful, artist must be beautiful. Mit diesem Performance will Marina zeigen, wie sehr Künstler und Kunst unter Druck stehen, weil von ihnen gefördert wird, dass Kunst schön sein muss. Für sie ist Kunst mehr als nur schön sein. Das hat sie in ihren Performancen gezeigt. Mit ihrer Performance, wo sie sich energisch die Haare kämmt, möchte sie ihren inneren Schmerz zeigen, den sie fühlt, weil sie möchte damit zeigen, wie schwierig es ist, alles schön und perfekt zu sein. Warum gerade Marina Abramović? Mit Marina Abramović wird Kunst lebendig, in diesem genauen Moment. Wenn der Künstler sein Kunstwerk erschafft und wenn wir dann dieses Kunstwerk sehen, ist es längst ein Symbol der Erfahrungen und Emotionen der Vergangenheit des Künstlers. Marina schafft ihre Kunst vor Ort.
Ihre Werke sind ohne die Zuschauer an sich nicht komplett. Hier bekommt der Zuschauer eine aktive Rolle und wird dabei selbst zum Teil des Kunstwerks. Abramowitsch stellt auf eine rohe und lebendige Weise Konzepte des Hierseins, Energie, Dualität und des männlichen und weiblichen Prinzips dar. Ihr Medium sind Bilder und Ideen aus dem kollektiven Unbewussten, eine universelle Sprache ohne Worte. In der Performance The Artist is Present ist die Reaktion von den Menschen, die teilgenommen haben, zu teils ziemlich heftig. Es berührte die Menschen einfach nicht zu tun. Sie wurden mit ungewohnter Aufmerksamkeit übergossen, die in der heutigen Welt ziemlich selten ist. Viele Menschen haben diese für sich Zeit nicht mehr. Doch es ist äußerst wichtig, diesen Raum zu erschaffen, der ruhig und ohne Technik oder Uhren oder sogar keine, wo keine Sprachen sind, damit man sich wieder selbst fühlen und erleben kann. Marina hat das auch genau das getan. Und damit zeigt sie uns, dass wir für Glück wirklich das Wenigste brauchen, nur Zeit für sich. Wer bist du? Ich bin du.